Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Firefist Deck Profile und danach auch Gameplay. Firefist hat ja jetzt einen Push bekommen durch die neue Bandlist Upgrade 2015, da ja Spirit zurück auf 3 gegangen ist und dadurch halt die Level 3 Engine wieder läuft. Also 3 Axes Firefist. Und das Deck, was ich euch hier halt vorstelle, ist halt ein, wie Leute es nennen, 3,5 Axes. Also es benutzt die Level 4er Engine und die Level 3 Engine gemischt. Also da haben wir als erstes Coach Soldier Wolfbark, der ist vor 1 oder 2 Listen zurückgegangen auf 3, der war limitiert. Da war Firefist wirklich sehr, sehr schwach. Der ist halt zurück auf 3 gegangen, aber das hat trotzdem nicht ganz gereicht. Ich habe dazu auch einen Deckvergleich gemacht, wenn ihr das anschauen wollt. Da hatte ich mit Satella Knight verglichen. Da war Satella Knight relativ neu und es kam halt als Ergebnis heraus, dass Satella Knight den Platz von Firefist übernommen hat. Also von dem 4-Axis Firefist als Control-Deck. Dann spielen wir 3 Bären, relativ klar. Kann ein Monster zerstören und wenn er Kampfschaden macht, sucht er dir eine Fire Formation Zauberkarte aus dem Deck. Dann ein Gorilla, einfach nur so als Option. Durch Hahn halt super, deswegen einfach ein paar mehr Optionen. Dann 3x Hahn. Jetzt wieder spielbar, weil Spirit halt auf 3 wieder ist. Davor konnte man ihn halt nicht benutzen. Also dadurch, dass man einen von denen limitiert hat, war der andere sozusagen auch limitiert, also auch geschwächt. Und sein Effekt ist, wenn er durch ein Firefist-Monster spezial beschwundet, kannst du ein Firefist-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Und einmal pro Runde kannst du eine offene Firefist-Karte, also Zauber oder Falle, auf den Friedhof schicken und dann eine neue Zauber oder Falle aus deinem Deck setzen. Also recyceln, also relativ starker Effekt. Und mit ihm sind auf jeden Fall ein paar Kombos möglich. Dann jetzt halt neu wieder auf 3. Brotherhood of the Firefist Spirit. Wenn du ihn halt beschwörst, normal summons. Also er ist so eine Art Torgeld für das Deck. Wenn du ihn beschwörst, kannst du einen Level 3er Feuermonster mit 200 Defense oder weniger, also von deinem Friedhof spezial beschwören. Und du kannst ihn halt nur für Beast Warrior synchronisieren. Also wie gesagt, er ist die Hauptengine von den Level 3ern, von der Level 3 Engine. Und er ermöglicht dir halt relativ krasse Spielzüge, die die Vierer halt nicht hatten. Die sind eher auf Control aufgebaut und die Level 3 sind eher die Explosiven, die halt sehr viel specialen und sehr viel dir Plus erwirtschaften. Deswegen ist das Deck jetzt vermutlicherweise wieder spielbar. Das werden wir aber noch sehen. Und als letztes Monster haben wir halt 3x Leopard. Den kannst du beschwören und dann Tributen und dann eine Zauber oder Falle aus deinem Deck setzen. Also Firefist Zauber oder Falle. Der ermöglicht halt dein Setup aufzubauen und ist halt Level 3 ein Target für Spirit. Das waren eigentlich auch schon alle Monster. Zu den Zauberkarten, relativ Standard, ein Rageki, probiere ich jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt so wichtig ist in dem Deck, also aber bisher ist es okay. Gibt's nicht wirklich was Besseres dafür. 3 MSD immer noch, also viele meinten ja jetzt, wo Clifford ein bisschen abgeschwächt ist, bräuchte man das nicht mehr im Main oder so, aber mal schauen, also zum Beispiel im Mirror Match ist die Karte immer noch sehr gut, oder gegen Satella, gegen Burning Abyss oder sowas. Also die Karte ist nicht tot, also kann man immer noch gebrauchen. Selbst wenn Necros oder so, oder vielleicht jetzt, wenn Shadol wiederkommt, dann noch Shadol. Eher solche Decks sind, wo man das halt nicht braucht. Denke ich, kann man das immer noch spielen. Dann ein Book of Moon. Sehr vielseitig. Sehr gut gegen Burning Abyss, also immer noch eine der besten Karten. Zu Recht auf 1. Und es gibt zurzeit einfach nicht viele Optionen, deswegen gibt es nicht viel Besseres zur Auswahl als Book of Moon. Dann zu den themeninternen Karten, da haben wir Fire Formation Tensu. Er erlaubt dir halt noch eine weitere Normal Summon pro Runde, falls es ein Beast Warrior ist. Und es sind halt alle Beast Warrior in dem Deck. Und gibt halt allen Beast Warriorern 100 ATK dazu, aber das ist eher nebensächlich. Ich habe zuerst 1 getestet, aber das Deck ist so explosiv und so konstant, dass man auf jeden Fall 2 spielen kann. Und deswegen teste ich jetzt erstmal für das erste erstmal 2. Läuft ganz gut bisher. Also 1 war mir echt zu wenig. Dann haben wir als nächstes Fire Formation Gyoko. Eine sehr nervige Karte, also einige Formate vorher, wo Firefist noch stark war, war das eine der Gründe deswegen. Sehr nervige Karte, sehr stark und ich muss sagen, zur Zeit kommt sie eher tot, also wie, genau wie MST. Also die Decks spielen momentan einfach nicht so viel Background und vor allem 3 MST und 3 Gyoko sind vielleicht zu viel. Also ich überlege mir auf jeden Fall eins davon rauszutun. Die Frage ist halt wofür, also muss man noch schauen. Dann natürlich haben wir 3 Tanky, beste Karte im Deck, search dir jedes Monster aus dem Deck. Dann kommen wir zu den Fallen, da spiele ich einmal BTA. Dann vielleicht was nicht ganz so üblich ist, ein TT und ein Ring. Die habe ich jetzt mal reingetan zum Testen, weil Emptiness ja auf 1 gegangen ist. Deswegen gab es halt 2 neue Plätze und da dachte ich mir, teste ich mal Ring und TT aus. TT, denke ich mal,
meiner Meinung nach eine sehr unterschätzte Karte. Deswegen schauen wir mal, wie das läuft. Bisher lief es ganz gut. Dann ein Compulse, 3 Fiendish Chain. Also ich muss sagen, Fiendish Chain kommt sehr gut in dem Format bisher. Ich überlege mir sogar noch Breakthrough reinzutun. Also so wichtig ist der Effekt gerade. Und ich sehe auch sehr viele Leute Effektwähler spielen. Und ich muss auch sagen, Effektwähler sehr effektiv gegen dieses Deck hier. Also diese drei Karten würde ich mir überlegen, in jedes Deck zu tun. Dann die einzige themeninterne Falle ist Fire Formation Tanken. Sie ist halt sehr vielseitig. Du kannst deine Monster pushen, du kannst deine Monster schützen. Das ist halt auch der Hauptgrund, wieso ich die reingetan habe. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich die Effekte durchbekommen will, aber es nicht ging, wegen zum Beispiel teuflischen Ketten oder so vom Gegner oder Breakthrough-Skill. Und ich habe mir halt überlegt, Lanze reinzutun oder so, und ich fand die halt dann eben besser. Und ein interessanter Nebeneffekt von der Karte ist halt zum Beispiel, dass du die Effekte von Beast Warrior Monstern negieren kannst. Und zufällig gibt es ein Beast Warrior Monster Themendeck zurzeit im Meta, und das ist Jozenju. Und damit kann man zum Beispiel dann einfach die Effekte von den Jozenjus negieren. Das ist ganz nützlich, finde ich. Und als letzte Falle spielen wir halt ein Warning noch. Zum Extra Deck gibt es nicht viel zu sagen. Also zweimal Horse Prince, vielleicht drei, ich weiß es noch nicht. Für die Level 3er Combo halt. Der ist vom Preis her ziemlich stark gestiegen. Falls ihr ihn jetzt holen wollt, ist er relativ teuer geworden. Also von 2-3 Euro, glaube ich, auf 8-10 Euro gestiegen. Das Ding weiß ich nicht, wie viel das kostet, aber kann man spielen als Option. Ansonsten Level 4er Standard, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Und ein Level 3er nur so als Option, obwohl ich den auch bisher glaube ich noch gar nicht rausgebracht habe. Das war das Deckbuffer. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Spiele damit und ein paar Kombos und halt allgemein einfach, wie das Deck läuft. Also da haben wir ein Spiel gegen Necros, Top Deck im Format zurzeit. Ich habe eine relativ gute Hand, kann die 3er Kombo starten. Und ich darf anfangen. Ich beschwöre halt den Leoparden, opfer ihn und hol mir halt Tensu aus dem Deck, damit ich noch eine Normal Summon machen kann. Aktiviere die auch und beschwöre halt Geist und nutze halt Geist-Effekt und gehe halt auf den 6er da, Horse Prince dann. Nutze auch Horse Prince-Effekt sofort, hol mir Hahn aus dem Deck, Hahn-Effekt, hol mir Spirit für die nächste Runde. Dann setze ich alles. So, mein Gegner hat mit Armageddon Knight gespielt, was mich sehr überrascht hat. Also ich habe zuerst nicht gewusst, dass er Necros spielt. So, er beschwört halt Armageddon Knight, setzt seine Bücher verdeckt und gibt ab. Und wir sind dran, wir ziehen Tanky relativ gut, aktivieren einen Gyoku, um eine seiner Dinger zu blockieren, suchen uns einen Bären raus und aktivieren dann Hans Effekt, um das Tanky zu recyceln und noch einen Gyoku aus dem Deck zu holen, um seine andere Falle zu blockieren. Das ist die Stärke von Firefist halt, blockiert Backrow und dann kann es abgehen. Ich beschwöre meinen Geist für Combo Wombo jetzt. Special Level 3, Special Horse Prince, Special Hahn, Hahn sucht. Dann zweite Normal Summon, Bär, Angriff mit allem. Bär Effekt, noch ein Tanky, also ihr seht, ich habe mein Feld voll und das war's auch schon. Das war Firefist in seiner ganzen Power. Nächstes Spiel ist ein Firefist Mirror Match. Relativ schwach gestartet. Ein nutzlosen Wolfbark und sonst wird Zaubern fallen. Und ich setze halt alles und gebe ab. Mein Gegner beschwört Leopard. Und ich weiß halt, dass der das Setup aufbaut. Deswegen ist es relativ wichtig, ihn zu stören, zu blocken. Deswegen aktiviere ich mein TT. Er setzt dann zwei Fallen und gibt ab. Ich ziehe halt selbst mein Leopard. Sehr gut, um Setup aufzubauen. Falls es durchkommt, er macht Breakthrough Skill drauf und ich habe mir halt überlegt, ob ich mein Fire Formation Tanken drauf machen soll und dann in die Battle Phase gehe, dann Main Phase 2 und dann den Effekt aktiviere, weil Tanken würde mein Monster vor Breakthrough Skill schützen in der Main Phase 1 und dann, wenn ich Main Phase 2 gehe, dann könnte ich den Effekt wieder nutzen, aber ich habe mich dagegen entschlossen, weil ich mir dachte, das kann ich mir noch aufheben und dann nächste Runde den Effekt einfach machen, indem ich meine Fiendish Chain benutze, um sein gegnerisches Monster dann, dass er beschwören würde, zu stoppen und dadurch auch den Angriff, und dann würde mein Monster wahrscheinlich überleben und dann könnte ich es nächste Runde machen und ich hätte mir halt Tanken aufgespart. Er beschwört seinen Geist, ich aktiviere halt meine Fiendish Chain drauf, wie geplant, und er gibt dann halt auf, weil er weiß, dass mein Leopard nächste Runde durchkommen würde. Ich würde dann halt Tanky suchen, also Tanky setzen, Tanky aktivieren, mir Geist holen, dann Geist beschwören, Geist Effekt,
und dann halt abgehen und das wär's dann für ihn gewesen. So, ich hoffe, das war ein interessantes Duell. Firefist, Mirror Match, um halt zu sehen, was in dem Match halt wichtig ist, was durchkommt und was man beachten sollte, was man halt am besten negieren sollte und sowas. Nächstes Spiel ist gegen Batteriemann und ich muss sagen, da habe ich ein paar Spielfehler gemacht. Also in dem Duell konnten sich halt die Schwachstellen von Firefist ein bisschen zeigen. Der Gegner hatte halt nie Backware und dadurch waren viele Karten von mir tot und viele Sachen, die ich dadurch nicht umspielen konnte, beziehungsweise nicht aufspielen konnte. Also wie ihr sehen könnt, er hat schon Gods und sowas, also war ein bisschen schwerer, Control zu bekommen. Also ich starte halt mit dieser Dreier-Kombo wieder, Horse, Prince und dann Hahn, sucht wieder ein Spirit für nächste Runde. Der Gegner spielt ein Pot, was relativ schlecht ist. Zuerst sollte man das Seepferdchen machen, um das Deck dünner zu machen, damit man weniger mit dem Pot zieht und man halt bessere Chancen mit dem Pot hat. Auf jeden Fall beschwört er dann Batteriemann, ich mache Fiendisch drauf erstmal, weil ich Gorilla habe und ich halt wollte, dass der Effekt durchkommt. Also dann beschwöre ich auch Gorilla und in dem Moment hat er halt in den Chat irgendwas geschrieben über Ornis, also der Kerl hat viel getrashed up und ich muss zugeben, ich habe gar nicht an Ornis gedacht, aber dann hat er es halt in den Chat geschrieben und deswegen habe ich meinen Plan geändert und habe Bären ausgespielt und Effekt genutzt. Und ich muss sagen, ich finde, das war eigentlich ein Spielfehler von mir. Ich hätte trotzdem mit dem Gorilla drüber laufen sollen, um einfach mein Plus 1 zu bekommen. Dann habe ich halt zuerst mit Bären angegriffen, weil ich durch seinen Pot halt gesehen hatte, dass er Tragödie gespielt hat. Und ich wollte halt nicht, dass der Effekt von Bären nicht mehr durchkommt und ich keine Fire Formation Karte aus dem Deck holen kann. Er spielt halt seinen Gods auf den Angriff, was relativ ärgerlich ist, weil ich nicht über die 2-5 da drüber komme. Aber ich exceede halt Main Phase 2 auf Kardinal, mischt sein God zurück ins Deck und halt den Batteriemann. Ich weiß nicht, ob die irgendwie was aus dem Grave specialen können, aber Kardinal muss halt zwei Targets wählen, deswegen mische ich den zurück und habe ein relativ stabiles Feld. Nächste Runde Geist, also war ganz in Ordnung. Vor allem habe ich halt noch Gyoko tot, was halt richtig, also er spielt seine Donnermonster aus und macht seine Faxen. Ich habe halt keinen Schutz, also kann nichts machen gegen seinen Exiton Knight. Relativ starker Exiton Knight für ihn. Ich habe fast nichts mehr, aber ein Geist reicht. Also hier seht ihr noch Horn of the Phantom Beast, das habe ich mal ausprobiert noch. Das habt ihr im Deckprofile nicht gesehen, aber ich habe die Karte auch wieder rausgetan, lief nicht so gut. Also hier benutze ich wieder die Combo, sammle wieder meine Ressourcen und baue mir halt wieder ein Feld auf. Er zieht die Tragödie, die ich vorhin umspielen wollte. Er macht wieder seine Donnerfaxen und ruft Mindstroke, was sehr defensiv ist und mich auch ein bisschen überrascht hat. Also ich beschwöre halt mein Coach, benutze einen Effekt und hole mir noch ein Monster und dann exceed ich zu Tiger King. Der holt mir ein Tanky aus dem Deck. Das aktiviere ich dann auch und hole mir noch einen Coach für nächste Runde. Also nächste Runde könnte ich Level 3 Action machen oder Level 4. Wie ich will, also das ist die Stärke von dem Deck. Und dann benutze ich Tiger Kings Effekt und negiere Mindstroke. Dann greife ich mit meinem Hahn an und in der Battle Phase, also Bad Damage Step, aktiviere ich das Horn und zerstöre seinen Mindstroke, ziehe eine Karte. Dann greife ich an und er hat halt Tragödie, um sich zu schützen und nicht zu sterben. Ich setze halt mein totes Gyoko und das neue Horn, das ich gezogen habe. Also wie ihr sehen könnt, es hat schon Probleme gegen Decks ohne Backware, also Decks, die man nicht OTK'en kann oder sowas. Also ich will jetzt nicht Batteriemann mit Necros vergleichen, aber so ähnlich würde es wahrscheinlich auch gegen Necros laufen. Du greifst an, Gegner macht Valkyros oder so und dann, wenn er dran ist, räumt er dein Feld auf und du musst es halt dann nächste Runde wieder aufbauen. Also er benutzt Tragödes Effekt, um es auf Level 4 zu machen, beschwört ein Level 4 Monster und geht halt noch auf ein Exiton Knight, was mich überrascht hat, dass er 2 gespielt hat. Er kann halt mein Feld wieder clearen, relativ bitter für mich. Aber hier könnt ihr halt sehen, dass Firefist relativ stark ist und echt viele Ressourcen hat. Also ich habe 2-mal Exiton kassiert und ich habe trotzdem immer noch relativ viele Karten. Und er versucht sich halt nochmal mit Tragödie zu retten. Also ich hätte das Spiel auf jeden Fall ganz anders spielen können, aber ich war mit dem Matchup ein bisschen überfordert, also ich kannte mich mit dem Deck nicht aus.
Und hier hat er einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Und zwar hat er Tragödie in Angriff getan. Ich spiele halt keinen Heartland Draco, deswegen war seine Entscheidung, Tragödie in Angriff zu tun, halt sein Untergang. Ich beschwöre Coach Wolfpack und exceede Level 4 Tiger King. Hol mir halt irgendwas, ist relativ egal jetzt. Tiger King Effekt negiert Tragödie. Tragödie auf 0 und dann Angriff vor Game. Also das war ein relativ interessantes Spiel, finde ich. Da hat man gesehen, wie viele Ressourcen jetzt Fire Fist wieder hat. Das letzte Spiel haben wir gegen Josenju. Ich habe relativ gut gestartet. Ich beschwöre meinen Leoparden, benutze den Effekt für Tanky, aktiviere Tanky auch und hole mir halt Geist und habe halt für nächste Runde die Option, Geist zu rufen und Level 3 Action zu machen oder halt Bären zu rufen für Level 4 Action und sein Monster schieße und dann angreife und wieder was sette. Also mir gefällt es, dass ich die Option habe zwischen den beiden, ausgehend halt davon, was der Gegner macht. Setze halt meinen ganzen Schutz und der Gegner ist dran. Ich sehe, dass er Josenju spielt, macht MST auf Phoenix Chain. Also random MST, hätte er nicht Phoenix Chain getroffen, wäre er tot gewesen, aber egal. Ich weiß, dass BTA nichts bringt wegen dem L, aber ich will halt einfach, dass sein L weg ist. Er greift dann mit allen, beschwört seine ganzen Josenjus, greift mit allen an. Ich aktiviere Book auf sein Karma 3, damit er nicht searchen kann. Er greift dann mit den zwei anderen an, ich kriege relativ viel Schaden. Und ich entscheide mich für die Level 3er Variante. Beschwöre meinen Horse Prince, hole mir Hahn. Mit Hahn hole ich mir noch ein Spirit für nächste Runde. Laufe über sein Ding drüber und gebe ihm Schaden. Dann Main Phase 2. Benutze ich halt Hahns Effekt, um Fire Formation Tanky zu recyceln für ein Tanken. Und ich habe mir dabei halt gedacht, dass ich dadurch meinen Horse Prince schützen kann vor Karma 1 Effekt. Was ich danach erst dann gecheckt habe, leider zu spät ist, dass ich die Josenjus Effekte hätte negieren können durch Tanken, weil die auch Beast Warrior sind, zufälligerweise. Was halt relativ gut gekommen wäre, weil dann hätte er eins beschworen, hätte versucht mit dem Effekt noch eins zu beschwören. Ich hätte es einfach negieren können und er wäre sicher tot gewesen. Und wie gesagt, das habe ich dann leider vergessen oder übersehen, sagen wir es mal so. Und genau da hätte ich halt Karma Effekt 1 negieren können. Das wäre vorbei gewesen, aber egal. So, jetzt macht der Karma 1 Effekt auf meinen Horse Prince, wie erwartet, und ich schütze ihn halt. Er geht auf Exeter Knight, keine Ahnung wieso, weil mein Horse Prince halt immer noch geschützt ist. Er realisiert seinen Fehler und ich gehe halt ab und zerstöre ihn. Normal Spirit, Special Tank, Special Hahn, Hahn Effekt. Dann Synchro Horse Prince, Horse Prince Special. Diesmal hole ich mir Leoparden, weil ich Leoparden opfern will für Tensu. Dann Tensu-Effekt auf Bären, damit ich Exiton Knight schießen kann, bevor ich in die Battle Phase gehe. Und dann greife ich halt an und töte ihn. Ja Leute, das war das Video zu Fire Fist mit der neuen Bandlist April 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was Fire Fist jetzt wieder so drauf hat. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Und ciao.